Willkommen zur Monatsvorschau im April. Hier sind die neuen PC-Spiele. Los geht's allerdings mit einem neuen alten Spiel, nämlich mit Skyrim. Nach dem PS4 VR-Release vor ein paar Monaten kommt Skyrim VR jetzt nämlich auch noch für den PC raus. Wer Himmelsrand also mit HTC Vive oder Oculus Rift erkunden will, bekommt jetzt nochmal die Gelegenheit, das gewaltige Rollenspiel inklusive aller DLC-Erweiterungen für 60 Euro zu kaufen. Genau wie bei Fallout 4 VR ist also auch die VR-Version von Skyrim kein kostenloses Update oder ein Feature, sondern ein eigenständiges Spiel, das inhaltsgleich mit der Special Edition von Skyrim ist. Weiter geht's mit Extinction, einem Third-Person-Action-Spiel, in dem wir eine Fantasy-Welt vor riesigen Ogern retten. Obwohl, retten ist das falsche Wort, denn die Welt ist so oder so dem Untergang geweiht, aber wir sollen so viele Bewohner wie möglich in Sicherheit bringen und nebenher den Vormarsch der Giganten verlangsamen. Dazu klettern wir an ihnen hoch und schlagen Beine, Arme und Köpfe ab. Masters of Anima sieht wie eine Mischung aus Overlord und Pikmin aus. Wir scharen bis zu 100 kleine Helfer um unseren Helden und schicken sie in Kämpfe oder lösen mit ihren Spezialfähigkeiten Umgebungsrätsel. Anders als in Overlord sehen wir das Singleplayer-Spiel aber aus der ISO-Ansicht. Nach über 4 Jahren an neuen Inhalten und Updates ist der Tank-DLC nun die letzte Download-Erweiterung für Arma 3. Zum Abschluss gibt es ein paar neue Panzerfahrzeuge, eine kleine Story-Kampagne und eine Showcase-Mission zu den neuen Fahrzeugen. Wer den DLC nicht kauft, bekommt aber auch jede Menge Verbesserungen und neue Funktionen rund um die Panzer, denn wie üblich gibt es auch ein großes Update für Arma 3, zeitgleich mit der Erweiterung. Dead in Vinland ist ein Survival-Spiel, allerdings geht es hier nicht darum, aus der Ego-Perspektive eine unwirtliche Umgebung zu erkunden und ganz viel Holz zu hacken. Stattdessen setzt Dead in Vinland auf Ressourcenmanagement, Story-Entscheidungen und ein umfangreiches Rollenspielsystem, inklusive rundenbasierten Kampf. Die Story dreht sich um eine ausgestoßene Wikingerfamilie, die auf einer mysteriösen Insel ums Überleben kämpft. Im Early Access konnte das Rollenspiel Tower of Time schon die ersten Spieler überzeugen. Im April soll die fertige Version veröffentlicht werden. Das Singleplayer-RPG lässt uns eine Fantasy-Welt erkunden und genretypisch finden wir dabei neue Ausrüstung, leveln unseren Charakter hoch und erfüllen Quests. Das Besondere an Tower of Time ist die Möglichkeit, Zaubersprüche in die Spielwelt zu malen, um ihre Wirkung und ihren Wirkungsbereich zu bestimmen. Das neue Spiel der This War of Mine Entwickler setzt wieder auf ein düsteres Setting. Diesmal beeinflussen unsere Entscheidungen aber das Schicksal der letzten Stadt der Menschheit. In Frostpunk bauen wir zunächst unsere Siedlung Ring für Ring auf und kämpfen gegen die Kälte und Schneestürme. Später kommen knallharte Entscheidungen dazu, wenn wir Gesetze entlassen, die das Leben der Bevölkerung umkrempelt und uns vielleicht zum Diktator macht. Mit dem sonst meist fröhlichen Ton von Aufbauspielen hat Frostpunk also wenig zu tun. Die Entwickler wollen uns wieder zeigen, dass man meist nur die Wahl zwischen zwei Übel hat. Das Action-Rollenspiel The Swords of Ditto erinnert an die frühen Zelda-Spiele. Allerdings ist der Tod hier nicht das Ende, denn man wird in der nächsten Heldengeneration wiedergeboren und übernimmt einige Fähigkeiten und Ausrüstungsteile seiner Vorfahren. Swords of Ditto kann man entweder allein oder im Zweispieler-Koop an einem Bildschirm erleben. Eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hat die Entwicklung von Battletech gesichert und am 24. April soll das Rundenstrategiespiel jetzt veröffentlicht werden. Wir managen eine Söldnereinheit von MechWarriors, kümmern uns ums Personal, um die Finanzen, rüsten unsere Mechs aus und entscheiden, welche Missionen wir annehmen. Dann geht es in die 3D-Schlachten, in denen wir unsere Mechs Runde um Runde in den Kampf schicken. Sinner Sacrifice for Redemption versteckt seine Ähnlichkeit zu den Souls-Spielen gar nicht erst. Im Gegenteil, die Entwickler nennen die Hardcore-Spiele explizit als Inspirationsquelle. Allerdings konzentriert sich das Indie-Spiel Sinner nun ganz auf die Bosskämpfe. Davon gibt es 8 Stück, die ersten 7 kann man in beliebiger Reihenfolge angehen. Allerdings muss man nach jedem Kampf ein bisschen seiner Stärke opfern und geht dann immer geschwächter in das nächste Duell. Eigentlich sollte das Mörder-Party-Spiel Murderous Pursuits schon im März kommen, das hat aber nicht ganz geklappt. Jetzt steht der Release für April an. Ähnlich wie in The Ship müssen wir in Murderous Pursuit auf einem Luxusliner ungesehen Morde begehen, während ein anderer Spieler wiederum versucht, uns unauffällig vom Leben zu befreien.
Die Ähnlichkeit zu The Ship ist übrigens kein Zufall. Das neue Spiel wird von den Machern von The Ship Remastered entwickelt. Irgendwann im April soll auch The Forest den Early Access auf Steam verlassen. Das Survival-Spiel kann allein und im Koop gespielt werden. Und während wir, wie im Genre üblich, Waffen und Behausungen bauen können, spielt auch die Erkundung der handgebauten Umgebung bis hinunter in tiefe Höhlen eine wichtige Rolle, denn es gibt auch Story-Geheimnisse zu enthüllen. Der besondere Clou am Jump'n'Run Lightfall ist der Shadow Core, den man materialisieren lassen kann, um zu neuen Höhen aufzusteigen oder Rätsel zu lösen, während man der mysteriösen Geschichte über die vergessene Welt von Numbra folgt. Einen genauen Termin gab es für Lightfall noch nicht, als ich dieses Video erstellt habe. Und das gilt auch für das letzte Spiel dieser Monatsvorschau, das kleine Indie-Adventure Mechanism, bei dem wir einen kleinen Roboter steuern, viel herumschleichen und ebenfalls herausfinden sollen, was in dieser Welt passiert ist.